Verehrter Herr Präsident, Hohes Haus, liebe Kollegen und Kolleginnen, natürlich Bürger und Freunde im Stream. Ich bin der vorletzte Redner im letzten Tagesordnungspunkt des letzten Tages der letzten Plenarsitzung vor den Sommerferien. Also nicht ganz der letzte. Eigentlich sollte bei meiner Rede auch eine dezente Hintergrundmusik laufen. So etwas wie In the Summertime von Mango Jerry oder auch Splish Splash. Von wem war das gleich wieder? Aber egal, ich heiße Sie herzlich willkommen zu einem Jubiläum der 5. Edition der Düsseldorfer Wasserspiele, passend zu Beginn eines hoffentlich schönen und heißen Sommers. Die Wasserspiele der Binnenschifffahrt, die haben ja schon eine Geschichte, die geht zurück bis in die letzte Legislaturperiode. Soweit ich diese Geschichte ausgegraben habe, ich bin leider kein Historiker oder Archäologe, beginnt sie im November 2010 mit dem Antrag 15544 von SPD, Grünen und der FDP, der auch mit deren Stimmen beschlossen wurde, nur die CDU hat abgelehnt. Darauf folgten die Anträge 15/19/12 und 15/28/50 der Linken vom Mai und September 2011, die zwar nur den Duisburger Hafen betroffen, jedoch wegen der vorzeitigen Auflösung des Landtags nicht mehr behandelt worden. Dann kam der Antrag 16/32/26 vom Juni 2013, also vor 2 Jahren, von der SPD, den Grünen und mitgetragen von uns, der mit den Stimmen der Antragsteller beschlossen wurde. CDU und FDP stimmten dagegen. Im Juli 2013 erschien dann die FDP mit einem zwar anders formulierten, inhaltlich jedoch praktisch identischen Antrag, dem 16/34/50, auf der Tagesordnung. Nur einen Monat, nachdem sie genau dieses Thema abgelehnt hatte. Im September 2013 tauchte dann der Antrag 16/40/15 aus den Fluten, gestellt von der SPD und den Grünen. Offensichtlich waren die Kollegen da richtig erfrischt aus den Parlamentsferien zurückgekommen. Nur diese beiden Anträge wurden nicht behandelt, dann nach nur einem Jahr zugunsten des gemeinsamen Antrags aller Fraktionen 16/68/54 vom September 2014, der einstimmig angenommen wurde, ad acta gelehnt. Das ist nun fast wieder ein Jahr her. Und prompt taucht wie ein Schachtelteufel wieder ein Antrag der FDP, der 16/89/93 zu diesem Thema auf. Meine Damen und Herren, werte Kollegen, mit all dem Wasser, das in diesen 5 Jahren im Rhein, den größten Fluss Deutschlands und einem der größten Europas, heruntergeflossen ist, mit all dem Wasser sollten die Bürger Ihnen, werte Kollegen, mal anständig den Kopf waschen. Denn passiert ist in all den Jahren nämlich exakt nichts. Nichts. Nada, niente, rien, nothing. Herr Minister Groschek. Unabhängig davon, dass die FDP sich mal entscheiden sollte, was sie politisch in diesem Themenbereich eigentlich will, denke ich, dass es nun nach 5 Jahren endlich an der Zeit wäre, nicht mehr wie alte, unnütze Bojen in irgendeinem aufgegebenen Hafenbereich herumzudümpeln, sondern mal Dampf in den Kessel zu geben und Fahrt aufzunehmen. Sonst kommen am Ende noch irgendwelche Piraten und ändern dieses traurige, sinkende Schiff. Und mit dieser Wasserbombe wünsche ich Ihnen angenehme Sommerferien. Vielen Dank. Danke, Herr Kollege Fricke. Für die Landesregierung.